Schönen guten Tag. Eine Stunde mit Paparazzi, beziehungsweise Zoom Paparazzi. Ein wahnsinnig gutes Spiel aus dem Jahre 2006, empfohlen von RTL exklusiv. Da fragt man sich bereits im Vorfeld, wie scheiße muss dieses Spiel wirklich sein? Wir wollten es mal wirklich wissen und haben das Ding versucht zu installieren. Es hat nach verschiedensten Ansätzen funktioniert. Ich bin sehr gespannt, was denn die Kollegen aus der RTL exklusiv Redaktion für Spiele spielen. Wolf, komm doch mal rein! Was ist das denn? Zoom, Paparazzi im Einsatz! Haben wir neue super geile Spiele? Mal gucken. Wir voll cool. Ich bin sehr gespannt. Wir haben uns nämlich mal gedacht... Alter! Na, aber! Oh! Alter! So, Missions hier. 3000 Credits gibt es. Guck mal, da läuft sogar RTL exklusiv. Product Placement, das ist In-Game Advertisement. Das ist der neueste Schritt. Das ist aber jetzt nicht echt die Grafik. Doch, er ist aber schon ein bisschen älteres Spiel, deswegen sollte man nicht meckern. Ist dein Rechner auch ein bisschen älter? Wir mussten den Rechner wirklich original beschneiden, damit er dieses Spiel überhaupt erstmal wieder zum Laufen bringen kann. Budi, das ist ja grauenvoll. Ich gucke, also 3000 Credits, ein Auftragsfoto, ein Foto vom Höhepunkt der Party zum Einsatz. Boah, wer ist... Ach Gott. Eine Diva singt selten allein. Es ist toll, ne? Also, oh! Oh, heiß. Geil. Aktueller Einsatz. Geil. Es gibt sogar ein Missions-Auftragsfoto. Los geht's, Toni. Dein erstes Auftragsfoto gleich in deiner Nähe. Cine-Sit-Up. Guck mal, wir sind so aufgeregt bei diesem Spiel. Ich habe sogar die Eieruhr vergessen. Hast du die Eieruhr? Nein, wo ist denn die Eieruhr? Ich weiß nicht, wo die Eieruhr ist. Ich hol dir schnell die Eieruhr. Ich meine, ich habe ja meine innere Uhr. Oh, Zeit vorbei. Vor allem bist du ein Ei. So, ich bin mal gespannt, kann man hier draufklicken? Nee. Ich lese es nochmal vor, wie gesagt, dieses Da kann man wieder sehen, wie gut hier Budi sich vorbereitet hat. Eine Stunde mit, vergiss dir die Eieruhr, du. Wolf, das ist ja auch ein bisschen dein Ding. Bratarsch. Ich hab mir gedacht, ich mach mal nur so. Wir ziehen aber jetzt mal so 3 Minuten ab, ne? Ja, mach das mal. Wir wollen hier schon. Es könnte auch sehr wahrscheinlich sein, dass ich einfach. So. Ich stell sie dir mal hier hin, Budi. Sonst hört man die ganze Zeit das Ticken dann. Das ist nicht so cool, wenn die zu nah an der Kamera steht. Danke, Wolf. Wir lernen ja aus Fehlern. So. Cindy Sitter wird jetzt sich sicher wieder eine kleine Choreografie zum Besten geben. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich bin heiß. Okay, dann hol mal deine Kamera raus. Halte sie auf Cindy, die sportliche Star-Trainerin. Du kriegst umgehend von der Redaktionsdatenbank ihre Identifizierung übermittelt. Die Anzahl der Sterne sagen dir, wie hoch Cindy derzeit im Kurs steht. Nun musst du nur noch warten, bis sie loslegt. Du solltest unbedingt aussagekräftige Partien ihres Körpers im Fokusbereich der inneren Markierung halten. Gelingt dir dies, wird dir der Preis für dieses Bild gemeldet. Dann heißt es, schleunigst knipsen. Du kannst auch probieren, einen besseren Preis rauszuholen, indem du näher rangehst. Aber Achtung, zu viel Zoom heißt weniger Geld, da Bilder verwackeln können. Zu nah dran bedeutet, dass du erkannt werden könntest. Wenn du mal was verpasst, ist das meistens Hallo? Kein Problem. Oftmals wiederholen Stars ihre Show-Einlagen. Schließlich wollen sie ja nicht zu. Guck mal da oben. Oh! Alter! Oh. Nochmal! Verdammt, ich hab nicht aufgepasst. Guck mal, da hinten ist ein Camouflage-Typ. Kann man auch die Kamera von unten so unten halten? Yes! Ich hab 2 Sterne gekriegt. Ach, was, wie geil ist der Spiel? Was zur Hölle macht sie denn da? Oh nein, ich werde ich kann nicht springen! Nimm die Handgranaten, Oh, sie hat mich schon wieder vergessen. Ein Glück sind diese Stars strohdoof. Kenn ich dich? Alter. Ah, der Paparazzo. Halt! Oh, sie schlägt mich! Hab ich dich. Was hat er denn für ein Auftrag? Geil ist das Spiel, der ist. Coco Flanell ist das. Oh, scheiße, ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkannt. Alter! Gewalt gegen Papa, gegen Journalisten. Wie bei Rock'n'Roll Wrestling. Klatsch. Kann ich mich auch ducken? Ich hab mich geduckt. Ja. Ey, jetzt kannst du hier zwischen den Beinen fotografieren. Von unten. Jetzt mach doch, was wir alle sehen wollen. Jetzt mach doch endlich die geilen Sexfotos. Ich muss mich verstecken. Da! Ein Baum. Ah. Ein Baum. Hier, guck mal, er macht das, ist ein anderer Paparazzi. Er macht es viel cleverer als du. Aber ohne Kamera. Sehr gut. Ja. Ey, Leon Linse hat dir da ein Motiv weggeschnappt. Das ist Leon Linse. Wo ist der? Verdammt, ich muss wegrennen. Guck mal, ich muss jetzt auch mal ein bisschen wieder seriöse Spielejournalismus machen. Yes, exklusiv! Super, Tony, das Bild ist im Kasten. Ey, ich wollte arbeiten, aber ich bin viel zu fasziniert. Das geil, ist ja hier. Unfassbar. Wie das in deinem Geburtstag? Okay, ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Nee, da. Okay. George, Ruhe reinbringen. Cosmos Science. Wow, George, Focus und Cosmos Science versöhnen sich nach 5 Jahren Trennung demonstrativ. Das ist ein Hit. Sie sind im Penthouse in der Wohnhalle, beide müssen auf dem Bild sein. Alles klar, okay.
Also ich bin sehr froh, RTL Exklusiv schafft es immer wieder, den wahren Kern der Menschheit. Auch in Spiele. Chef! Ja, super, super. Ich duck mich. Super. Alles super. Hä? Mach ich was falsch? Nein, Mann. Chef, weg. Mann, Budi, die erkennt dich doch. Du bist nicht geübt darin, dich an Frauen anzuschleichen, ne? Und heimlich Fotos. Sie küssen sich. Könnt ihr dir ein paar Tipps geben? Hier, Wasser! Kann das sein? Halt! Oh! Wer ist der? Mega spannend. Wie kommst du überhaupt auf die Partys rauf? Ja, weiß nicht. Wurde, das du ist, bist halt eingeladen. Fragt man sich ja bei RTL Exklusiv auch oft. Mensch, wie schaffen die es bloß, Oh, da war ich nicht super. Gunnar, wir wissen auch, die Erklärung ist, es ist einfach so. Ich duck mich jetzt mal so ein bisschen. Es ist einfach so. Die sind doch alle schon tot. Aber das ist so, gerade, oh, gerade als Shooter-Veteran ist man als Paparazzi wirklich geil. Gut, jetzt zoom ich nochmal ran, komm. Oh ja, hier sie. Geil, hast du das gesehen? Die willst doch auch, sonst hättest du dich gar nicht so angezogen, das kleine Luder. Guckst du dir doch an. Ja, sagt man dazu, habe ich jetzt vergessen. Das ist eine Toto Cabineri, die musst du nicht. Svetlana Gucci Tuskova. Hast du recht, ja. Was ist überhaupt wenn du was von einem Mann willst, musst du seine Mutter gewinnen. Naja, das ist halt die Welt der Schönen und Reichen. Ja, Alter, dann bleibe ich aber lieber. Warte mal, warte mal, hier, was geht denn hier ab? Funky. Funky Town. Oh, der Gastgeber hat sich entfernt. Sieht so aus, als passe deine neue Hose nicht sonderlich gut. Coco Flanell ist im Untergeschoss in seinem Badezimmer. I, wollen wir das sehen? Ja, da müssen wir hin. Das ist unser Auftrag. Da renne ich jetzt hin. Ich weiß ja nicht. Ich finde es ein bisschen irritierend, dass ich nicht springen kann. So ein Bunnyhopping wäre schon... Ey, da läuft der schon wieder exklusiv. Das ist doch ein Zufall. Claude Berenais. Oh, guck mal, die Blonde da hinten. Die ist heiß. Vergiss ja an. Hier, sie musst du. Oder da. Da geht's ab. Geil, hast du das gesehen? So, schnell die Kamera verstecken. Ja, warte mal. Ich muss doch hier. Was ist das? Kenn ich dich? Ah, der Paparazzo. Halt! Ah, pass auf! Ah, der Paparazzo! Ey. Oh nein, oh nein, gleich oh mein hab ich Gott! Dich. Ich fotografiere dich! Mach Fotografie! Bald. Mach Fotografie! Gleich hab ich dich! Ah, der Paparazzo! Halt! Was hat er eigentlich an? Oh Gott, ich bin in der Sackgasse! Ja, gleich halt. Bist du verhaftet, gleich pass auf! Zum Glück bin ich so schnell! Ist wie Mirror's Edge fühlt sich das an! Wo ist der? Jetzt hab ich dich! Ja, schnell, spring da rüber! Nee, ich versteck mich hier hinter dem Klo! Nimm den Camouflage-Anzug! Das passt doch, das ist doch ein Klett, oder? Mitten im Wohnzimmer! Ey, was ist das für. Ey! Da Alter, wie geil aber läuft. Das Kotzen, er ist, oder nicht? Er ist gut drauf. Milkshake heißt er auch. Ich frage mich wirklich, ob es unter den Spieleentwicklern auch so welche gibt, wie zum Beispiel Modern Talking, wie Dieter Bohlen, weißt du, so die halt auch, weißt du, das Medium-Videospiel tatsächlich so verstehen, wie die, also... Hä? What? Du meinst, die so Trash machen? Zurück zum Spiel. Na, wenn sich da nicht wieder eine neue Romanze unseres Rap-Youngsters anbahnt. Milkshake bringt Lee Chi's Song, das Hip-Hoppen 1x1 bei. Hinter dem Penthouse, schnell hin. Alles klar. Ich sehe das schon. Zum Glück bin ich schon spielt da. Spielt das jetzt alles nur in diesem scheiß Penthouse? Hast du noch einen Milkshake eben weglaufen sehen? Was ist der? Wann gibt's denn das Lava-Level? Oh, Alter, was geht ab? Tommy Cruiser. Oh, hast du das gesehen? Das, ja das war das 1x1 des Hip-Hop übrigens. Das ist ja gerade der Street-Fighter. Ich guck nochmal schnell. Aber jetzt habe ich das ja schon geschafft, ne? Was sagt der? Alles super klar, das ist spannend. Warte, pst. Für George würde ich alles tun. Er ist der Beste. Nein, ich sehe hier etwas anders. Heaven ist die geborene Stuntfrau. Müsste ich die Stunt selbst spielen? Da! Yes! Yes! Perfekt, Alter! Das ist das 1x1 des Hip-Hop. Ey, wie beschissen Videospiele sein können. Paparazzi. Ich finde das geil ein bisschen. Das ist deine Traumrolle. Dein... Der letzten. Ah, da schleicht er wieder rum. Ach ja, ist das so? Kannst du nachher auch so bauen, als würde sowas tausend? Weiß ich nicht, ich stelle mich einfach mal dazu. Klingt irgendwie merkwürdig. Vor 7 Jahren drehte ich den ersten Fokus. Danach ging alles ganz schnell. Willst du mir imponieren? Ich glaube kein Wort. Ich habe eine Beteiligung an dieser Golf-Caddy-Produktion. Ich bin ab, sage ich dir. Aber ja doch. Okay, eigentlich stehe ich nicht auf ältere Frauen. Aber was tut man nicht alles? Klingt gut. Alter. Action ist mein Leben. Das Publikum liebt mich dafür. Also ich kann dazu wirklich nichts sagen. Wäre besser. Für George würde ich alles tun. Oh, jetzt, da ist es vorbei, weißt du? Da habe ich gedacht, ich, Action ist mein Leben. Vielleicht mache ich nochmal direkt. Hilfe, ein Paparazzo. So, schnell weg. Hey, pass auf. Hilfe, schnell weg. Rudi, du bist immer entdeckt, Mann. Du ja, nicht. Action. Oh, geil, die Sonne hier. Du bist echt ein schlechter Spanner. Überhaupt nicht. Hilfe, ein Paparazzo. Hier. Oh, epileptischer Anfall.
Mach die Tür auf! Nein, geht nicht! Spring Nein. runter! Geht auch nicht! Alter, Schalke muss flüchten! Hilfe! Ein Paparazzo! Hilfe! Ein Paparazzo! Er ist aber das auch, ist ja mein Typ auf dem Dach. Ja, warum steht er denn da rum? Das ist ein Paparazzo. Was hat er für einen Auftrag? Weiß man nicht. Ich will mich verstecken. Scheiße. Hier taucht. Kannst du auch Billy so runtertauchen? Billy the Blitz hat dir ein Motiv weggeschnappt. Und dann so aus dem Pool immer rauskommen. Ja, dann nicht. Aber was hat der jetzt? Hier, fotografiert die dicke alte Flunsch. Cosma Science. Geld liegt auf der Straße. Man braucht nur gute Augen oder eine Brille. Hast du gehört? Hat er gerade Berlinerisch gesprochen? Ja. Man braucht nur gute Augen. Das Geld liegt auf der Straße. Man braucht nur gute Augen. Komm mal näher, junger Mann. Ja, Mission fehlgeschlagen. Ich gehe jetzt Tittenfotos machen. Das ist leider spannender. Gibt es auf dieser Party nicht mehr genügend Credit zu verdienen, um das Missionsziel zu erreichen. Das ist echt. Hast du ja nur noch 45 Minuten? Ja, ich habe noch 45 Minuten für diese Rubrik eine Stunde mit Zoom, Paparazzi im Einsatz. Jetzt werde ich mal echt versuchen, das so durchzuziehen, wie das Spiel es auch von mir will. Zum Einsatz! Das ist ja auch, da geht man ja auch vorbelastet rein an so ein Spiel. Also da muss man jetzt auch mal sich konzentrieren und das auch mal wirklich eiskalt durchziehen. Das Blöde ist halt, jetzt habe ich doch das Neue gestartet. Okay, warum habe ich denn noch 22 Kamera Fotos raus? Über? Halte sie auf Cindy, die sportliche Star-Trainerin. Du kriegst umgehend von der Redaktionsdatenbank ihre Identifizierung übermittelt. Die Anzahl der Sterne sagen dir, wie hoch Cindy derzeit im Kurs steht. Cindy hat nur 2 von 3 Sternen. Ja, nun so musst du nur noch warten, bis sie loslegt. Du solltest unbedingt aussagekräftige Partien ihres Körpers im Fokusbereich der inneren Markierung halten. Gelingt dir dies, wird dir der Preis für dieses Bild gemeldet. Dann heißt es, schleunigst knipsen. Du kannst auch probieren, einen besseren Preis rauszuholen, indem du näher rangehst. Aber Achtung, zu viel Zoom heißt weniger Geld, da Bilder verwackeln können. Zu nah dran bedeutet, dass du erkannt werden könntest. Hast du mal was verpasst, ist das meistens kein Problem. Oftmals wiederholen Stars ihre Show-Einlagen. Schließlich wollen sie ja nicht zuletzt auch aufpassen. Yes! Vielleicht? Gut, dass ich mich hier hinter diesem Tisch versteckt habe. Jetzt nochmal. War es das jetzt schon? Ein Foto habe ich gemacht. Oh, sie kommt. Hör ich da so ein Schlackergeräusch? Irgendwas hat geschlackert. Was war denn das da gerade, Budi? Ich hab's doch gehört hier. Ey, Cindy ist so geil. Das war die Aufregung. Jetzt komm. Was ist denn da los? Zyklopentau ziehen? Damit, ich hab nicht aufgepasst. Du bist ja immer noch auf dieser Scheißparty. Ja, ich hab nochmal angefangen. Was? Aber ja. Du warst doch so gut. Ja, Cindy hab ich ja schon jetzt. Ralf Edel. Ach hier, sie klatscht. Ja? Cosma Science, aber die ist nicht so, klatschen nicht so berühmt. Klatschen würde ich jetzt auch mal gern. Toto Carabinieri ist sehr, sehr wichtig. Es hat mich schon wieder gefesselt, Budi. Ja, mich auch. Komm, beweg dich jetzt! Ob du es durchspielst noch heute? Länger als 20 Minuten wird es wohl nicht dauern. Komm schon. Beweg dich. Beweg dich. Oh, nein, sie kommt nicht. Nein, nein, sie hat mich schon gesehen. Weg, schnell! Mega spannend. Ein Glück sind diese Stars teilweise wirklich sehr strohdoof. Auch im Virtuellen. Was ist das Second Life? Nee, das ist Zoom. Paparazzi. So, ist gut. Ja, das könnte ich mit einem Horoskop bestätigen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Yes! Sie hat irgendwelche Probleme. Oh, schade, zu spät. Verdammt nochmal. Wer ist denn das überhaupt nochmal? Rosa Anders? So. Okay. Man muss als Paparazzi sehr clever agieren. Na, was geht hier ab? Tommy Cruiser ist auch richtig gut drauf. So, jetzt habe ich viele Fotos geschossen. Diese neumodische Musik macht mich neugierig. In der Wohnhalle. So. Hilfe!
Ich halte das nicht aus. Wie schön sie auch echt einfach warten, um getriggert zu werden. Jetzt. Super! Es ist ein Kackspiel. Ist noch alles klar bei dir? Ich trinke jeden Morgen einen Liter Olivenöl. Gut für Stimme und Cholesterinspiegel. Ich sehe, wir verstehen uns. In meinem Garten singe ich regelmäßig zusammen mit einer Nachtigall. Das geht doch gar nicht. Die paar Kilo mehr bringen das Volumen. Stimmvolumen, meine ich. Ach ja, das kann man so sehen. Oh, ich hab ihren Arsch fotografiert! Schnell weg! Wolf, du hast es verpasst, das war großartig. Dafür kriege ich bestimmt 200 Credits. Wo ist der Arsch? Ist das schon weg? Ich die ganzen Fotos auch nochmal angucken. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen, ich hab jetzt, ich glaube, ich hab... Oh, ich hab mir gerade echt wehgetan dabei, Buddy. So. Echt jetzt? Ah, ja, mein Handgelenk. Pusten mal. Danke. Wollt ihr euch mal ausziehen? Machen wir vielleicht. Hilfe! Meine Paparazzo!